Ich glaube, dass bei den meisten von uns die Angst ein solches Elend geschaffen hat. So viele Aktivitäten werden aus Angst geboren, wie zum Beispiel Ideologien und Götter, so dass wir niemals ganz frei von Angst zu sein scheinen. Darüber sprachen wir. Und so sind Freiheit von etwas und Freiheit selbst zwei verschiedene Dinge, nicht wahr? Freiheit von Angst einerseits und das Gefühl, vollkommen frei zu sein. Würden Sie sagen, dass schon die Vorstellung, für etwas frei zu sein, auf einen Konflikt hindeutet? Ja, Freiheit für etwas und Freiheit von etwas beinhaltet diesen Widerspruch und darum Konflikt und Kampf, Gewalttätigkeit und Mühsal. Wenn man das in seiner ganzen Bedeutung versteht, erkennt man, was es heißt, frei zu sein. Nicht von etwas oder für etwas frei zu sein, sondern tief innen, in sich selbst frei zu sein. Wahrscheinlich geschieht das ohne Worte und Vorstellungen. Ein Gefühl, dass die ganze Last von ihnen abgefallen ist, ohne dass sie sich dabei anstrengen mussten. Die Last existiert einfach nicht, Konflikte existieren nicht. Wie wir neulich schon sagten, dann geschieht Beziehung in totaler Freiheit. Ihr Ausdruck tief innen, innerlich interessiert mich. Ich denke gerade, dass wir in unserer Sprache manchmal die Präposition in benutzen. Wäre es möglich, Freiheit in zu sagen, oder würden Sie nicht einmal das in wollen? Weder für noch in noch von. Diese zwei Prinzipien, Vergnügen und Angst, scheinen in uns tief verwurzelt zu sein. Die zwei Prinzipien, Vergnügen und Angst. Ich glaube nicht, dass wir den Begriff Vergnügen verstehen können, ohne auch die Angst zu verstehen. Sie können sie nicht wirklich voneinander trennen. Aber um sie zu ergründen, muss man sie trennen. Ja, glauben Sie, dass wir überhaupt an das Vergnügen gedacht hätten, wenn es die Angst nicht gäbe? Wir würden nicht einmal die Vorstellung davon haben. Es ist wie Bestrafung und Belohnung. Gäbe es überhaupt keine Bestrafung, würde niemand über eine Belohnung sprechen. Ich glaube, dass wenn wir über Vergnügen reden, wir uns darüber im Klaren sein sollten, dass wir das Vergnügen nicht verdammen. Wir wollen weder sittenstreng sein noch alles erlauben. Wir versuchen, die ganze Struktur und Natur des Vergnügens zu erforschen und zu überprüfen, genauso wie wir es mit der Angst gemacht haben. Um das angemessen und gründlich zu tun, müssen das Akzeptieren oder Verdammen des Vergnügens beiseite gelegt werden. Ich denke, dass ich von meinen Neigungen, von meinen Vorurteilen frei sein muss, wenn ich etwas erforschen will.
Das sich auf etwas freuen beginnt in dem, was Sie sagen, sichtbar zu werden. Wir sagen, wir freuen uns auf ein Vergnügen. Wir fragen sogar andere, was ihnen Vergnügen bereitet. Und dann werden wir nervös bei dem Gedanken, dass wir dem Vergnügen womöglich nicht begegnen werden. Ich verstehe das, was Sie sagen, hier so, als deute es die Erwartung einer Belohnung an. Wäre das richtig? Richtig, Belohnung, Befriedigung und das Gefühl von Erfüllung. Wir werden uns damit näher befassen, wenn wir über Vergnügen sprechen. Aber ich denke, wir müssen uns von Anfang an darüber im Klaren sein, dass wir es nicht verdammen. Überall auf der Welt haben die Priester es verdammt. Ja, viele Religionen setzen den Begriff Freiheit immer noch gleich mit Freisein vom Verlangen. Ja, wir müssen uns immer daran erinnern, dass wir es nicht rechtfertigen, nicht unterstützen oder verdammen, sondern es beobachten. Um diese Frage von Vergnügen wirklich zu vertiefen, müssen wir zuerst das Verlangen betrachten. Je kommerzieller der Gebrauch von Dingen wird, desto mehr wächst das Verlangen. Sie können es sehen, Kommerzialisierung und Konsum überall. Durch Propaganda wird das Verlangen aufrechterhalten, verstärkt und vergrößert. Genährt, entflammt, das ist das Wort, entflammt. Und das sehen Sie überall in der Welt. In Indien zum Beispiel, ich besuche es jedes Jahr, in Indien beginnt dieses Verlangen und diese sofortige Erfüllung gerade modern zu werden. Früher gab es im brahmanischen, orthodoxen Sinne eine gewisse Zurückhaltung, eine gewisse traditionelle Disziplin, die verlangte, sich nicht mit der Welt und ihren Dingen zu befassen. Sie sind nicht wichtig. Was wichtig ist, ist die Entdeckung der Wahrheit, von Brahman, der Wirklichkeit und so weiter. Aber jetzt ist das alles vorbei, jetzt ist das Verlangen entflammt. Kauf mehr. Sei nicht zufrieden mit 2 Hosen, sondern habe ein Dutzend. Dieses Gefühl von Erregung durch Besitz wird durch Kommerzialisierung, Konsum und Propaganda stimuliert. Es gibt eine Menge Terror in Verbindung mit Kommerz von Seiten der Initiatoren, weil das Vergnügen verblasst und dieses wiederum beim nächsten Mal stärkere Stimulierung erfordert. Das machen die Modeschöpfer. Jedes Jahr gibt es eine neue Mode. Oder alle 6 Monate oder jeden Monat, wie auch immer. Sehen Sie, da gibt es diese Stimulierung des Verlangens. Es ist in einer Weise wirklich erschreckend, wie Leute das Verlangen benutzen und stimulieren, um zu Geld und zu Besitz zu kommen.
der ganze Kreislauf eines Lebens, das höchst anspruchsvoll ist. Ein Leben, in dem es sofortige Erfüllung unseres Verlangens gibt und das Gefühl, wenn man es nicht erfüllt, wenn man nicht handelt, bringt das Frustration. All das ist darin eingeschlossen. Würden Sie dann also sagen, dass der Zugang hierzu, nach dem, was Sie beschrieben haben, auf Frustration basiert? Frustration selbst wird als geeigneter Ansporn betrachtet. Und da Frustration selbst ein Nichts ist, versuchen wir vorzuschlagen, dass dies Nichts selbst daran interessiert ist, aufgefüllt zu werden, was seiner Natur gemäß nicht sein kann. Wie bei Kindern, frustrieren Sie sie nicht. Lassen Sie die Kinder machen, was sie wollen. Ja, das erinnert mich an etwas in der Hochschule vor einigen Jahren. Ich wuchs als Kind in ziemlicher Strenge auf, verglichen mit der heutigen freien Erziehung. Und einer meiner Kollegen erzählte mir, dass er von seinen Eltern absolut frei erzogen worden sei. Das war an der Columbia-Universität. Und er sah mich an und sagte, ich glaube, sie waren besser dran. Wenigstens hatten sie einen klaren Bezug, gegenüber dem sie herausfinden konnten, wer sie sind. Selbst wenn das, was sie entdeckten, nicht richtig war, gab es etwas herauszufinden, wohingegen ich vollkommen auf mich allein gestellt war und mich immer noch nicht gefunden habe. Und er sprach über sich selbst, als sei er auf der Welt, um zu versuchen, die Tatsache, dass er ein nervöses Wrack sei, zu verbergen. So, bevor wir uns auf das komplizierte Feld des Vergnügens begeben, sollten wir diese Frage des Verlangens vertiefen. Das Verlangen scheint ein sehr aktiver und fordernder Instinkt zu sein. Eine fordernde Aktivität, die ständig in uns brodelt. Was also ist das Verlangen? Ich frage mich, ob ich Sie bitten könnte, dieses mit Appetit in Verbindung zu bringen, im Gegensatz zu Hunger, der ja naturgegeben ist. Manchmal empfand ich etwas als unklar, das mir verwirrend erschien. Und darum frage ich Sie. Jemand hat in einer Klasse die Idee, über die Frage von Appetit und Verlangen zu sprechen, dass nämlich, wenn wir die Natur betrachten, der Löwe das Verlangen hat, eine Antilope zu töten, um seinen Appetit zu stillen. Wohingegen mir die richtige Antwort hierauf zu sein schien, nein, das ist nicht der Fall. Der Löwe will sich die Antilope in seine eigene Substanz einverleiben. Er jagt nicht seinem Appetit nach. Ich glaube, sie gehören beide zusammen, Appetit und Verlangen. Appetit, physischer Appetit und es gibt psychologischen Appetit, der weitaus vielschichtiger ist. Sexueller Appetit. Und der intellektuelle Appetit, ein Gefühl von Neugier. Noch stärker, richtig. Ich glaube, dass beide, Verlangen und Appetit, durch Kommerz und Konsum stimuliert werden, was die heutige Gesellschaft ausmacht. Die auf diese Weise heute in der ganzen Welt funktioniert. In Russland, überall muss dieser Konsumzwang erfüllt werden. Richtig, wir sprechen über geplantes Veralten
aus der Mode kommen. Ja, ganz richtig. Was ist also Appetit und was ist Verlangen? Ich habe Appetit, weil ich hungrig bin. Das ist ein natürlicher Appetit. Ich sehe ein Auto und habe viel darüber gelesen und würde es gerne besitzen, es fahren und seine Kraft fühlen, Gas geben, das ganze aufregende Gefühl, das ist eine andere Form von Appetit. Appetit, intellektueller Appetit. Auf eine Diskussion mit einem klugen, intelligenten, aufmerksamen Menschen zu diskutieren und in der Diskussion einander zu stimulieren. Und das gegenseitige Wissen zu vergleichen, eine Art subtilen Gefechtes. Punkte gewinnen. Richtig, und das ist sehr stimulierend. Und dann gibt es den Appetit, den sexuellen Appetit. Das ständige daran denken, das Wiederkäuen. Alles das, sowohl psychologischer als auch physischer Appetit, normal und anormal. Das Gefühl von Erfüllung und Frustration. Alles das ist in der Appetit enthalten. Und ich bin nicht sicher, ob die Religionen, organisierte Religionen und Glauben, nicht auch ihren besonderen Appetit für Rituale nähren. Ich habe das Gefühl, dass sie das tun. Es scheint mir, dass es trotz frömmelnder Beteuerungen dagegen eine theatralische Zurschaustellung gibt, die hierin erscheint. Gehen Sie in eine römisch-katholische Messe und Sie sehen Ihre Schönheit, den Farbenreichtum, die Schönheit der Ausstattung, der ganze Aufbau ist wundervoll theatralisch und schön. Und für den Moment scheint es, als hätten wir den Himmel auf Erden, aber dann müssen wir wieder hinausgehen. Natürlich, und es wird alles durch Tradition, durch den Gebrauch von Worten, Kirchengesängen, gewisse Assoziationen mit Worten, Symbolen, Bildern, Blumen und Weihrauch stimuliert. All das ist sehr, sehr stimulierend. Und wenn man daran gewöhnt ist, vermisst man es. Ja. Als Sie darüber sprachen, dachte ich gerade, wie außerordentlich schön Sanskrit klingt, wenigstens für meine Ohren, und das Singen der Gita, das sich hin und her wiegen, und dann setzt man sich hin, um herauszufinden, was die Worte bedeuten, und man sagt zu sich selbst, sieh es dir an, was um alles in der Welt geht dir vor, wenn wir dies alles tun im Gegensatz zu dem, was das Wort selbst enthüllen könnte, aber die Verführung, die vorhanden ist, natürlich ist es Selbstverführung. Denn man kann die Sprache nicht für ihre Schönheit verantwortlich machen. Es ist das Selbst, und all das wird ermutigt. Und die Absicht, die ich aus Ihren Hinweisen entnommen habe, ist die, dass es ein überaus großes Interesse gibt, dieses aufrechtzuerhalten. Ja, natürlich. Es wird kommerziell aufrechterhalten. Und wenn es nicht von den Priestern unterstützt wird, dann bricht alles zusammen. So ist dieses also ein Kampf, um die Menschen bei ihrem Appetit zu halten, was wirklich erschreckend ist, wenn sie es sich ansehen. Erschreckend im Sinne von widerwärtig, Menschen auszunutzen. Und es wirkt innerlich zerstörend auf den menschlichen Geist.
Ja, ich habe dieses Problem beim Unterricht in meinen Klassen gehabt. Mir schien es manchmal, als ob die erste Strophe eines Gedichts, das ich auswendig wusste, angemessen wäre. Und so beginne ich also zu rezitieren. Und wenn ich zum Ende komme, ist zwar die Erwartung entstanden, die Ohren sind da und die Körper sind vorgelehnt, aber sehen Sie, ich muss aufhören und sagen, wir können nicht weitermachen, denn ihr hört nicht, was ich sage, sondern ihr hört nur, wie es gesagt wird. Und wenn ich es schrecklich vorlesen würde, würdet ihr überhaupt nicht mehr zuhören. Euer Missfallen würde genauso dominieren, wie jetzt das Vergnügen dominiert. Und die Studenten haben mir zugesetzt, da ich keine Gedichte mehr vorgetragen habe. Und ich sagte ihnen, seht ihr, dass ihr euch darüber ärgert, ist ein absolutes Zeichen dafür, dass ihr noch nicht wirklich eure Arbeit begonnen habt. Und dann stehen wir dem Problem gegenüber, dass die Studenten denken, ich sei zu ästhetisch und lehnte die Leckerbissen ab. Das ist ein Teil von dem, was sie meinen. Und da ist dieses Verlangen, dieser Appetit. Wir haben uns ein wenig mit dem befasst. Was ist Verlangen? Wenn ich etwas sehe, muss ich es sofort haben. Ein Gewand, einen Mantel, eine Krawatte, das Gefühl von Besitz, den Drang, etwas zu erwerben, den Drang, etwas zu erleben. Den Drang nach einer Handlung, die mir große Befriedigung gibt. Die Befriedigung mag Erwerb sein, das Erwerben einer Krawatte oder eines Mantels, oder mit einer Frau zu schlafen oder sie zu erwerben. Steht nicht hinter all dem das Verlangen? Ich mag nach einem Haus verlangen und ein anderer verlangt nach einem Auto. Ein anderer mag nach intellektuellem Wissen verlangen, ein anderer mag nach Gott verlangen oder nach Erleuchtung. Das ist alles dasselbe. Die Objekte variieren, aber das Verlangen ist dasselbe. Eines nenne ich edel, das andere nenne ich unedel, weltlich und dumm. Aber dahinter steht Verlangen. Was ist also Verlangen? Wie kommt es, dass dieses starke Verlangen entsteht? Und dass es kultiviert wird? Verstehen Sie? Was ist Verlangen? Wie entsteht es? Wie wirkt es sich aus in jedem von uns? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, machen Sie einen Unterschied zwischen einerseits dem Appetit, der mit natürlichem Hunger verbunden ist, diese Art von Verlangen, und jetzt sprachen wir über Verlangen, das andererseits manchmal als künstlich bezeichnet wird. Ich weiß nicht, ob Sie es so nennen möchten. Verlangen. Ich mag verlangen, aber die Objekte variieren, nicht wahr? Die Objekte des Verlangens variieren gemäß den individuellen Neigungen, Empfindlichkeiten oder Konditionierungen und so weiter. Verlangen hier nach und danach. Ich möchte jedoch herausfinden, was Verlangen ist. Wie entsteht es? Für mich ist das ziemlich klar. Meinen Sie das Gefühl von Ausbleiben, Abwesenheit? Ich frage, was ist Verlangen? Wie kommt es? Man muss sich wohl selbst fragen. Ja, ich frage. Ich frage Sie. Wie entsteht es? Wie kommt es, dass dieses starke Verlangen für oder gegen das Verlangen selbst gibt? Ich denke, es ist klar. Zuerst Wahrnehmung, visuelle Wahrnehmung,
Dann kommt das Gefühl. Dann gibt es Kontakt. Und daraus entsteht das Verlangen. Das ist der Prozess, nicht wahr? Oh ja, mir ist recht klar, was Sie sagen. Wahrnehmung, Kontakt, Sinnesempfindung, Verlangen. Und wenn das Verlangen dann frustriert wird, Ärger. Und alles andere, Gewalt und der Rest folgt. Also Verlangen. Die religiösen Leute, alle Mönche der Welt sagten, sei ohne Verlangen. Kontrolliere Verlangen. Unterdrücke Verlangen. Oder wenn du das nicht kannst, übertrage es auf etwas Lohnendes, Gott oder Erleuchtung oder Wahrheit oder dies oder das. Aber dann ist es nur eine andere Art von Verlangen, nämlich nicht zu wünschen. Da kommen wir also nie raus. Ja, und sie sagen, kontrollieren. Die Macht wird ins Spiel gebracht. Kontrolliere das Verlangen, denn du brauchst Energie, um Gott zu dienen. Und wenn du im Verlangen gefangen bist, bist du in Trübsal, in Schwierigkeiten gefangen, die deine Energie vergeuden. Darum halte es fest, kontrolliere es, unterdrücke es. Sie haben es gesehen, ich habe es so oft in Rom gesehen. Die Priester wandern mit ihrer Bibel herum und sehen nichts anderes. Sie lesen und lesen, weil sie sich angezogen fühlen. Egal wovon, von einer Frau oder einem schönen Haus oder einem hübschen Mantel. Darum weiterlesen, sich nie der Trübsal oder der Versuchung aussetzen, daran festhalten. Weil deine Energie gebraucht wird, um Gott zu dienen. Verlangen entsteht also durch Wahrnehmung, visuelle Wahrnehmung, Kontakt, Sinnesempfindung, dann Verlangen. Das ist die Reihenfolge. Und dann gibt es noch den ganzen Hintergrund der Erinnerung an die Vergangenheit, um dies zu verstärken. Ja, ich fand das, was Sie gerade sagten, sehr interessant. Hier ist dieses Buch, das bereits außerhalb von mir ist. Es ist schon nichts anderes mehr als das, was man Pferden während eines Rennens anlegt. Scheuklappen. Die Bibel wird zu Scheuklappen. Ja, die Bibel, die uns Scheuklappen verpasst. Ja, ich stimme Ihnen zu. Was mich daran fesselte, war, dass wir dies niemals in Ruhe betrachten. Das ist es. Das Verlangen selbst. Eines Tages ging ich in Indien hinter einer Gruppe von Mönchen. Und es waren sehr ernsthafte Mönche. Ein älterer Mönch, umgeben von seinen Jüngern, sie wanderten einen Hügel hinauf und ich folgte ihnen. Nicht ein einziges Mal schauten sie auf die Schönheit des Himmels. Das Blau, das außerordentlich schöne Blau des Himmels in den Bergen und das blaue Licht auf dem Gras, den Bäumen, den Vögeln und dem Wasser. Nicht einmal schauten sie sich um. Ganz vertieft wiederholten sie mit gebeugtem Kopf etwas, das ich zufällig aus dem Sanskrit kannte. Ohne die Natur oder die Vorbeigehenden auch nur im Geringsten zu bemerken. Denn sie haben ihr ganzes Leben damit verbracht,
das Verlangen zu kontrollieren und sich auf das zu konzentrieren, was sie für den Weg zur Wirklichkeit hielten. Das Verlangen hat also dort als unterdrückender, begrenzender Prozess gewirkt. Weil sie Angst hatten. Wenn ich hochschaue, könnte dort eine Frau sein und ich könnte in Versuchung geführt werden. Also schaue ich weg. So sehen wir also, was das Verlangen ist, und wir sehen, was Appetit ist. Sie sind gleichartig. Ja, würden Sie Appetit als speziellen Brennpunkt des Verlangens bezeichnen? Ja, wenn Sie so wollen. Aber sie gehören beide zusammen. Sie sind zwei verschiedene Worte für dieselbe Sache. Nun taucht das Problem auf, ob es überhaupt eine Kontrolle des Verlangens geben muss. Ich frage mich, weil ich in unserer Unterhaltung die Erfahrung gemacht habe, dass immer, wenn Sie eine Frage stellen, ich sie aufgreife und zergliedere, um eine vernünftige Verbindung zu den bereits erwähnten Dingen zu finden. So werde ich sicherlich keine Antwort finden. Das heißt, nicht die richtige Antwort im Gegensatz zur falschen. Ich werde nicht die einzige richtige Antwort finden. Jedes Mal, wenn Sie mich heute Morgen gefragt haben, habe ich mich innerlich selbst gefragt. Ja, bitte, fahren Sie fort. Sehen Sie, Disziplin ist eine Form von Unterdrückung und Kontrolle des Verlangens. Religiösem, sektiererischem und nicht sektiererischem Verlangen. Es basiert alles auf Kontrolle. Kontrollieren Sie Ihren Appetit. Kontrollieren Sie Ihre unterschiedlichen Verlangen. Kontrollieren Sie Ihr Denken. Und diese Kontrolle bringt nach und nach das Fließen freier Energie zum Versiegen. Und doch wird den Upanishaden erstaunlicherweise nachgesagt, ganz besonders zur Ermutigung dieser Kontrolle in Form der Tapas beizutragen. Ich weiß. In Indien gibt es etwas wirklich Seltsames. Die Mönche, die mich besucht haben, sie werden Sannyasins genannt, sie sind merkwürdig. Wenn Sie erlauben, erzähle ich Ihnen von einem Mönch, der mich vor ein paar Jahren besucht hat. Ein ziemlich junger Mann, der im Alter von 15 Jahren Haus und Hof verließ, um Gott zu finden. Er hatte alles aufgegeben. Und als er älter wurde, so mit 18, 19, 20, entbrannte in ihm sexueller Appetit. Er erklärte mir, wie er immer stärker wurde. Er hatte den Eid auf das Zölibat abgelegt, wie es Sannyasins und Mönche tun. Und er erzählte, wie Tag für Tag das Verlangen in seinen Träumen wuchs, bei seinen Spaziergängen, beim Betteln in den Häusern und zu einem Feuer wurde. Wissen Sie, was er tat, um das unter Kontrolle zu bringen? Er ließ sich operieren. Oh Gott, ist das eine Tatsache? Sehen Sie, sein Drang zu Gott war so stark, verstehen Sie? Die Idee, nicht die Wirklichkeit. Er kam, um mit mir zu sprechen.
Er hatte verschiedene Reden gehört, die ich dort gehalten hatte. Er kam in Tränen aufgelöst. Er sagte, was habe ich getan? Verstehen Sie? Was habe ich mir angetan? Ich kann es nicht rückgängig machen, kein neues Organ wachsen lassen. Es ist vorbei. Das ist das Extrem. Aber jede Kontrolle geht in diese Richtung. Drücke ich mich klar genug aus? Ja, das ist sehr dramatisch. Origen, der manchmal als der erste christliche Theologe bezeichnet wurde, kastrierte sich selbst, weil er, wie ich glaube, die Worte Jesu, wenn deine Hand dich ärgert, schneid sie ab, falsch verstanden hat. Für mich ist Autorität in dieser Richtung kriminell, egal wer sie ausübt. Und wie der Mönch, den Sie gerade beschrieben haben, bereute Origen es später, weil er dann einsah, dass es damit nicht getan war. Eine schreckliche Sache. Hat dieser Mönch, wenn ich fragen darf, Ihnen auch unter Tränen gesagt, dass er in keiner Hinsicht besser dran war? Nein, im Gegenteil, er sagte, ich habe eine Sünde begangen, ich habe eine schlechte Tat begangen. Er erkannte, was er getan hatte und dass es zu nichts führte. Ich habe so viele getroffen, nicht so extreme Formen von Kontrolle und Selbstverleugnung, aber andere. Sie haben sich selbst für eine Idee gemartert, verstehen Sie? Für ein Symbol, für ein Konzept. Wir haben mit Ihnen zusammengesessen und mit Ihnen diskutiert. Und Sie beginnen jetzt zu erkennen, was Sie sich selbst angetan haben. Eines Tages traf ich einen hohen Richter, der eines Morgens aufwachte und sich sagte, ich fälle vor Gericht Urteile über andere und bestrafe sie und scheine ihnen damit zu sagen, ich kenne die Wahrheit, ihr nicht, ihr werdet bestraft. Eines Morgens wachte er also auf und sagte zu sich selbst, das ist alles falsch. Ich muss herausfinden, was Wahrheit wirklich ist. Er legte sein Amt nieder, verschwand und suchte 25 Jahre lang nach der Wahrheit. Diese Leute sind schrecklich ernsthaft, verstehen Sie? Sie gehören nicht zu denen, die ein Mantra oder ähnlichen Unsinn ständig wiederholen. Jemand brachte ihn also zu meinen Vorträgen mit. Am nächsten Tag kam er, um mit mir zu sprechen. Er sagte, Sie haben vollkommen recht. Ich habe 25 Jahre lang über Wahrheit meditiert. Und das ist Selbsthypnose gewesen. Ich bin in meinen eigenen Worten, meiner intellektuellen Struktur gefangen gewesen. Und ich war nicht in der Lage, da herauszukommen. Verstehen Sie? 25 Jahre. Das ist eine sehr bewegende Geschichte. Und zuzugeben, dass er sich geirrt hatte, erfordert Mut, erfordert Wahrnehmung. Nicht Mut, sondern Wahrnehmung. Wenn man all dieses sieht, die Freizügigkeit auf der einen Seite, die Reaktion auf die viktorianische Lebensweise, die Reaktion auf die Welt mit all ihren Absurditäten, Trivialitäten und Banalitäten. Die Reaktion auf all das heißt, dem zu entsagen, nichts damit zu tun zu haben. Aber das Verlangen brennt noch genauso. Die Drüsen, Hormone arbeiten.
Sie können Ihre Drüsen nicht herausschneiden. Und darum also wird gesagt, kontrolliere. Lass dich nicht von einer Frau in Versuchung führen. Betrachte den Himmel nicht, weil der Himmel von so wunderbarer Schönheit ist. Und die Schönheit dann die Schönheit einer Frau werden könnte. Die Schönheit eines Hauses. Die Schönheit eines Sessels, in dem du bequem sitzen kannst. Schau also nicht hin. Kontrolliere. Verstehen Sie? Die Freizügigkeit und die Reaktion darauf, Beschränkung, Kontrolle und die Verfolgung einer Idee wie Gott. Und darum Kontrolle des Verlangens. Ich habe einen Mann getroffen, der sein Haus mit 20 Jahren verließ. Er war wirklich ein ganz außerordentlicher Kerl. Er war 75 Jahre, als er mich besuchte. Er hatte sein Haus mit 20 verlassen, hatte alles aufgegeben und wanderte von Lehrer zu Lehrer. Ich will keine Namen nennen. Er kam zu mir, sprach mit mir. Er sagte, ich ging zu all diesen Leuten und fragte sie, ob sie mir helfen könnten, Gott zu finden. Ich habe die Zeit zwischen dem 20. und 75. Lebensjahr damit verbracht, durch ganz Indien zu wandern. Ich bin ein sehr ernsthafter Mann und nicht einer von ihnen hat mir die Wahrheit gesagt. Ich war bei den berühmtesten, bei den sozial aktivsten, bei Leuten, die endlos über Gott reden. Nach all diesen Jahren bin ich zu meinem Haus zurückgekehrt und hatte nichts gefunden. Und dann kommen Sie, sagte er, und Sie sprechen niemals über Gott. Sie sprechen niemals über den Weg zu Gott. Sie sprechen über Wahrnehmung. Das zu sehen, was wirklich ist und darüber hinauszugehen. Das darüber hinausgehende ist das Wirkliche, nicht das, was ist. Nun erklären Sie es mir. Verstehen Sie? 55 Jahre auf der Straße unterwegs. In Europa macht man das nicht. Er war im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße unterwegs. Bettelnd von einem Dorf zum anderen. Als er mir das erzählte, war ich fast zu Tränen gerührt, ein ganzes Leben damit zu verbringen, wie in der Geschäftswelt. 50 Jahre lang Tag für Tag ins Büro zu gehen, um am Ende zu sterben. Es ist genau dasselbe. Erfüllung von Verlangen, Geld, 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 immer mehr Dinge und das andere, nichts davon, aber doch nur ein Ersatz für all das. Ja, nur in anderer Form. Wenn man auf das alles schaut, es ist schrecklich, was Menschen sich selbst und anderen alles angetan haben. Und man fragt sich unumgänglich, wie kann man mit dem Verlangen leben? Man kann es nicht ändern, das Verlangen ist da. In dem Moment, in dem ich etwas sehe, eine schöne Blume, die Bewunderung, den Duft, die Schönheit der Blütenblätter,
das Wesen der Blumen und so weiter, die Freude, dann frage ich mich, ist es möglich, ohne jegliche Kontrolle zu leben? Diese Frage ist erschreckend im Zusammenhang mit all dieser Unordnung, über die Sie sprechen. Ich übernehme jetzt die Seite der Perspektive, in der jemand sich befindet, wenn er aus Frustration heraus zu Ihnen kommt. Nehmen wir an, so wie es der Mann tat, nachdem er 55 Jahre auf der Straße gewesen war. In der Minute, in der er in die Tür tritt, ist er gekommen, um etwas zu erhalten, was er bis jetzt noch nicht hat. Und sobald Sie diese Erklärung abgeben und seine Antworten darauf alle sofort mit "wenn" beginnen, wenn die Antwort so sein wird, dass sie den ganzen Einsatz von 55 Jahren Wanderschaft verneint, dann scheint mir, dass die meisten Personen auf der Stelle erstarren würden. Und es ist auch eine grausame Sache. Er hat 55 Jahre damit verbracht und er kennt plötzlich, was er getan hat. Die Grausamkeit der Täuschung, verstehen Sie? Selbsttäuschung, Täuschung durch Tradition, durch all die Lehrer, die gesagt haben, kontrolliere, kontrolliere, kontrolliere. Und er kommt und ich frage ihn, welchen Stellenwert hat Kontrolle? Ich glaube, ich bekomme langsam ein ganz feines Gefühl dafür, warum Sie sagen, befassen Sie sich damit, erforschen Sie es. Es gibt dort einen Punkt, als ließe man eine Masche fallen, wie man es vielleicht ausdrücken könnte. Er kommt über den anfänglichen Schock nicht hinweg und dann wird er sich nicht damit befassen. Wir haben also stundenlang geredet. Wir haben diskutiert und uns damit auseinandergesetzt. Allmählich begann er zu verstehen. Also ohne die Natur und Struktur von Appetit und Verlangen zu verstehen, was mehr oder weniger dasselbe ist, können wir Vergnügen nicht wirklich begreifen. Ja, ich weiß jetzt, warum Sie so viel Wert auf dieses Fundament legen, bevor wir zur anderen Seite der Münze kommen. Weil Vergnügen und Angst die zwei Prinzipien sind, die in den meisten Menschen, in allen Menschen aktiv sind. Und das ist Belohnung und Bestrafung. Erziehen Sie ein Kind nicht durch Bestrafung, sondern belohnen Sie es. Sie wissen ja, dass die Psychologen dies zum Teil befürworten. Ja, sie werden durch die Experimente mit Pavlovs Hunden ermutigt. Hunde, Tauben, Enten oder Gänse, mach dies und mach das nicht. Es gilt also, die Angst zu verstehen. In dem Sinne, sie zu erforschen, die Wahrheit darin zu sehen und, wenn der Geist dazu fähig ist, darüber hinauszugehen, vollkommen frei zu sein von Angst, wie wir es neulich diskutiert haben. Und auch die Natur von Vergnügen zu verstehen, weil Vergnügen etwas Außerordentliches ist. Und was ist falsch daran, etwas Schönes zu sehen und es zu genießen? Nichts. Der Verstand spielt uns hier einen Streich. Ich sage zu mir, ich kann nichts Falsches daran finden, darum ist es auch nicht falsch. Ich glaube das nicht notwendigerweise. Als Sie vorhin über die Versuche sprachen, dachte ich daran, das Verlangen durch Macht zu verneinen.
Das ist Suchen nach Macht. Das Verneinen von Verlangen ist Suche nach Macht. Würden Sie sagen, dass man nach Macht strebt, um sich ein Vergnügen zu sichern, das noch nicht erfüllt wurde? Ja. Ich verstehe, es ist eine schreckliche Sache. Aber es ist die Wirklichkeit. Das geschieht. Das wurden wir seit der Kindheit gelehrt. Nehmen Sie irgendein Magazin, die Anzeigen, die halbnackten Frauen und so weiter. Vergnügen ist also ein sehr aktives Prinzip. Im Menschen genau wie die Angst. Und wieder hat die Gesellschaft gesagt, die selbst unmoralisch ist, kontrolliere. Die eine Seite, die religiöse Seite, sagt, kontrolliere, und der Kommerz sagt, kontrolliere nicht, sondern genieße, kaufe, verkaufe, verstehen Sie? Und der menschliche Verstand sagt, das ist alles richtig. Mein eigener Instinkt möchte Vergnügen haben und ich gebe dem nach. Aber Sonnabend, Sonntag oder Montag oder welcher Tag auch immer es sein mag, werde ich Gott dienen, nicht wahr? Und dieses Spiel geht weiter, es ist schon immer so weitergegangen. Was ist also Vergnügen? Warum sollte Vergnügen kontrolliert werden? Ich sage nicht, dass es richtig oder falsch ist. Bitte lassen Sie uns von Anfang an das klären, dass wir Vergnügen nicht verdammen. Wir sagen aber auch nicht, lass ihm freien Lauf, noch dass es unterdrückt oder gerechtfertigt werden muss. Wir versuchen zu verstehen, warum Vergnügen so außerordentlich wichtig in unserem Leben geworden ist. Das Vergnügen der Erleuchtung. Das Vergnügen von Sex, das Vergnügen an Besitz, das Vergnügen an Wissen, das Vergnügen Macht zu haben. Und vom Himmel, der als letztes Vergnügen angesehen wird. Wird in der Theologie gewöhnlich als dem zukünftigen Reich gesprochen. Das ist sehr interessant für mich im Zusammenhang mit dem, was Sie sagten, und sogar in Gospelgesängen hören wir, wenn die Stimme mich nach drüben abruft, was bedeutet, am Ende des Lebens abgerufen zu werden. Und dann kommt der Schrecken, dass ich nicht gut genug sein würde, wenn. Ja, ich schnalle also meinen Gürtel enger, um meine himmlische Versicherungspolice am Sonnabend oder Sonntag zu zahlen, an den beiden Tagen des Wochenendes, die Sie erwähnt haben. Was ist, wenn Sie zwischen Montag und Freitag daran glauben müssen, ja? Also Vergnügen, Genuss und Freude, nicht wahr? Drei Dinge sind darin eingeschlossen. Vergnügen, Genuss und Freude. Glück. Freude ist Glück. Ekstase, Entzücken, das Gefühl von enormem Genuss. Und wie ist die Beziehung zwischen Vergnügen und Genuss und Freude und Glück? Ja, der Weg von der Angst bis hierher war lang. Ja, aber ich meine nicht, dass wir uns von ihr wegbewegt haben, indem wir ihr den Rücken zuwenden. Nein, wir haben uns intensiv damit befasst. Wir sehen die Bewegung von dort nach hierhin, ohne uns vom Vergnügen wegzubewegen. Wenn man etwas Schönes sieht, empfindet man großes Entzücken. Entzücken, wenn Sie überhaupt empfindsam und achtsam sind.
wenn sie ein Gefühl für die Beziehung zur Natur haben, was leider nur wenige Leute haben. Sie begeistern sich künstlich, aber die wirkliche Beziehung zur Natur ist, wenn sie etwas unglaublich Schönes sehen, wie einen Berg mit all seinen Schatten, Tälern und der Silhouette. Das ist wirklich etwas, ein enormes Entzücken. Sehen Sie, was nun passiert. In dem Moment gibt es nichts als das. Das heißt, die Schönheit des Berges, des Sees oder des einzelnen Baumes auf einem Hügel, diese Schönheit hat alles in mir zum Schweigen gebracht. Und in dem Moment gibt es keine Trennung zwischen mir und jenem. Es gibt ein Gefühl von großer Reinheit und Genuss. Ich glaube, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, von dem aus wir einen Schritt weitergehen werden. Das fühle ich. Es ist überraschend, wie unausweichlich, aber nicht unerfreulich sich diese Dinge weiterentwickelt haben. In unserem nächsten Gespräch würde ich dies zu gerne weiterverfolgen.